Ja, willkommen zurück zu Ark. Mit dem kleinen Nidhoggar. Man sieht's hier schon. Okay. So klein ist er nämlich gar nicht mehr. Wir haben mal ein paar Dracheneier besorgt und ein paar Milch besorgt und der ist hier gleich fertig. Da dachte ich mir, hau ich mal an, wie wir hier den Eintrag für den Drachen bekommen und gucken dann gleich mal ein bisschen mit dem rum, was der denn so kann und so eine Sachen. Ja, und Olmo ist natürlich auch wieder dabei. Hallo. Guckt aber auch immer noch so niedlich. Noch ist er ranwachsend. Aber den Imprint werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen können. 22 Minuten und der ist so gut wie voll. Schade eigentlich. Aber wie man da sieht, heranwachsende Morgana. Wir haben da quasi unsere eigene Milchkuh, aber die guckt da schon raus aus dem Haus, aber die ist noch nicht groß genug, damit sie rauspoppt. Müssen wir dann noch irgendwie rauskriegen. Sind übrigens beides Feuerdrachen. Für Morgana werden wir hier noch ein kleines Häuschen bauen, Ja, genau, dass wir die das. auch als Milchkuh einsperren können und die ganze Zeit melken können. Ich habe hier schon mal ein Fundament gestellt, dass man schon mal weiß, wo es hinkommt. Muss man halt mal gucken, dass 6x4 oder sowas, irgendwie sowas, bisschen was Größeres, auf jeden Fall kein Dach draufpacken. Oh, da braucht nur noch ein Tiki, glaube ich. Das ist auf jeden Fall ganz nah dran jetzt. Also der Imprint wird nichts mehr, das ist halt. Ja. Ist dann vielleicht doch ein klein wenig zu hoch gestellt. Oder das Level muss einfach höher sein vom Drache. Wie man es sehen möchte. Also ich mag ja die Level-Theorie. Wie Schuss hatten. Ach, guck mal. Ich hänge im Drachen fest. Obwohl, nee, da ist gleich fertig. Da gucke ich jetzt nicht noch, wie viel Schuss läuft. Ist am Flügel fest, wie du da schwebst. Oh, jetzt bin ich wieder frei. Wir könnten mal. Ich muss mal hier gerade ein bisschen durchkriechen. So. Der Argentavis hat, er hat doch bestimmt noch hier Fleisch, genau. Schon mal ein bisschen was in den Napf reinpacken. Ja. Komm, das bisschen, das machst du noch. Wird dann wohl leider ohne Imprint stattfinden. Aber was soll's. Drache ist Drache. Genau. Und leveln wird er auch so. Definitiv, ja klar. Ja, der Stat-Boost ist halt. Und du kriegst den Buddy-Bonus nicht, diese 30%. Ja. Da ist Jo. es passiert. Da ist er noch mal ein kleines Stückchen größer und jetzt kann man auch direkt reiten, weil die haben nämlich gar keinen Sattel. Die nimmst die Milch und das kannst du eigentlich rausnehmen. Ja, mach ich. Ich werde den jetzt eine Runde entführen. Da gucken wir uns das gleich mal an, wa? Ja. Ganz wichtig, was man gleich sagen kann. Der kann rückwärts laufen, wenn er auf dem Boden ist. Nicht wie andere Flugviecher. Ganz Und wichtig übrigens. genau, und beim Hinhocken hat er hier seinen Flügelschlag. Damit kann er Viecher von sich wegkicken oder Bäume sammeln. Und wie man jetzt sieht, verfickt schnell die Drachen. Ach, Feuerspucken haben wir gleich vergessen, ne? Ich muss hier mal kurz landen. Das Feuerspucken machen wir wahrscheinlich einfach effektvoll auf den Gegner.
Aber gerade im Dunkeln jetzt sieht das bestimmt echt gut aus. Auf jeden Fall. Bin ja einfach mal hier so warm. Alles hell. Oh. Ah, umdrehen. Da fackeln wir die mal ab. Wie es auf einmal übelst hell ist. Auf einmal merkst du gar nicht, dass es eigentlich Nacht ist. Ach, was ist denn das für ein... Das hier. Oh, der Buddy Buff ist aber da oben. Ja? Ja. Na, vielleicht reicht das im Printen auch schon. Und du kannst den Buff dann nur verstärken oder sowas. Prägung hat dann 0%. Ja, keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall kurz hier mal den Wasserkäfer zutschen. Die Morgana will übrigens immer noch nicht aus der Hütte raus. Ah, wenn nicht, müssen wir da gleich mal irgendwie 1, 2 Decken wegreißen oder sowas. Ne, Quatsch. Die Wände. Wir haben ja noch 20 Wände liegen oder so. Ja. Da kann ich nämlich auch gleich ein paar Fundamente aus der Basis holen, wenn ich einmal unterwegs bin. Der Drache hat ja 378 hat er Gewicht. Kann also gut was tragen. Und ist verdammt schnell und verbraucht kaum Ausdauer. Top Sache, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Gibt natürlich noch Gift und Blitz. Ja, Olmo, der macht sich ja einen Blitzdrachen zurecht. Da kann Genau. man, da kann man dann auch mal sehen, was der Blitzdrache so Oh, macht. ist raus. Hast du rausgebracht? Ja. Aber wie gesagt, da im Schrank müssten auf jeden Fall noch genug Dings liegen. Ende. Ja, wird gerade wieder hell. Von der Basis steht schon wieder alles auf einem Platz. Da, ja, Ausbau. Och, 21 Fundamente liegen hier rum. Da können wir das Ding doch fast bauen. Ja. So. Türrahmen und Türen haben wir da. Nö, gut. Kann der Rest hier bleiben? Muss ich, unser Elementar ist auch ein bisschen gewachsen. Vom Level her. Aber das habt ihr ja bestimmt eine Folge davor oder so. Oder zwei. Ja? Keine Ahnung, wann das letzte Mal da war, schon gesehen. Genau. Und wird auch wieder hell. Jo. Jetzt sieht man die Färbung vom Drachen auch mal gut. Ist halt irgendwie doch so ein klassischer bräunlicher Feuerdrache. Morgana ist da ein bisschen heller. Und ja, auch schon gesehen haben wir einen. Ja, könnte man eigentlich schon als Albino betiteln, oder? Ja. Ja, der sah auch richtig schön aus. Ja, vor allen Ein Dingen ganz weißer Drache. Ja, und das, was bei mir jetzt hier so hellbraun ist an den Flügeln und so, das war bei dem in Rot. Genau. Das sah richtig nice aus. Aber da muss man sich quasi überraschen lassen, was im Ü-Ei drin ist. Könnte man eigentlich mal probieren. Kannst du mal mit dem Drachen. Beziehungsweise ich nehme dich mal mit. Du greifst mal was mit dem Drachen an. Ich greife mal was mit dem Drachen an, ob der die 30% bekommt.
Ja, können wir Das machen. würde mich mal interessieren. Stehst du gerade vor der Basis? Weil ich flieg gerade drauf zu. Ja. Wo bist du denn? Da. Das kann man nämlich auch machen mit dem Drachen. Umtragen. Aber das kann man ja nicht mit jedem Flug. Ne, mit der Motte geht's nicht. Der Drache kann übrigens genau das gleiche Gewicht wie ein Quetzal tragen. Also, oder die gleichen Dinos. Nicht mehr und nicht weniger. Stimmt, das wäre noch eine gute Info. Da ist ein Wolf. Ich mach mal auf den Wolf, wie viel ich mache. Dann kommst du einfach zurückgeflogen. 97. Das Level einfach ignorieren, nicht verteilen, weil wir wollen ja den Wert von jetzt wissen. Ja. Oder steige ich mal ab und du greifst mal da unten links, da ist ein Terrorvogel. Hier Ach, unten. da. Naja, auch 97. Ja. Dann ist das Buddy-Symbol halt da, weil ich ihn geprägt habe, aber es ist leider kein Bonus für aktiv. Ne. Also irgendwas kämpft hier auch noch. War es immer noch der Terrorvogel? Na, bleib doch mal stehen, du Vieh. Du müsstest schon herkommen mit dem. Ich kann den schlecht töten, wenn er von mir abhaut. Das ist natürlich Da sehr ist noch schade einer. jetzt. Das ist Ja, aber auch auch das. das, was ich meinte. Also wenn der Imprint nicht gemacht ist, dann ist der Bonus halt einfach futsch. Ja. So. Einmal bitte wieder zur Basis bringen. Jo. Kann man auf Nahkampf setzen. Ich wollte ja sowieso zur Basis. Müssen wir mal gucken, wie das hier. Habe ich dich? Ne. Ach Mann, warte, dann muss ich kurz anfliegen. Du bist da. Jo. Oh, wie schön schnell die Drachen sind. Ja, und die Morgana kannst du jetzt mal angucken im Licht. Oh, stimmt. Ja, die hat schon wesentlich hellere. Ja. Schon um einiges heller hier. Aber die wird auch kein Imprint bekommen, weil 1 Stunde 55 braucht die nicht mehr zum Wachsen. Ne, glaube ich auch nicht. Auch die hat jetzt 2 Milch drin. Ah, hier. Habe ich gar nicht gezeigt, oder? Da sieht man's. Baby Dona und Baby Fafnir. Wollen wir sie enthüllen? Enthüllen wir sie Ne, einfach kannst du mal. mal. Nur, dass die jetzt gerade im Boden drin Hier haben stehen. wir den kleinen Blitzi. Und nö, steht doch gar nicht. Ja doch, hier Fafnir steht im Boden. Bei mir stehen die beide im Boden Das hat der gerade. Blitzdrache hier vom So. Olmo. Und hier haben wir eine Fafnir Giftdrache. Oh, der kriegt ja eine richtig geile Färbung hier. Muss die Distanz noch auf niedrig stellen. Jetzt. Ah, Es der ist hat auch einen eigentlich auch coolen Kopf, weiblich. ne? Weiblich. Wie so eine Echse. Ja, die ist weiblich. Hinten, ja. Nice. Deine auch. Echt mal. Ja, voll Lol. gut. Das Da ist haben wir jetzt erstmal richtig ordentlich Milch. jede Menge Milch, auf jeden Fall. Sehr geil. Boah, aber die Giftdrachen sehen ja schon mal richtig, richtig gut aus, finde ich. Wie so Definitiv. eine Echse. Auch mit einem, mit einer gespaltenen Zunge. Was? Die hat was? Gespaltene Zunge hat die? Ja. Mensch, lass mich doch mal durch hier. Gar nicht drauf geachtet. Ja, stimmt. Tatsächlich eine gespaltene Zunge. Ja, und auch Nee, auch die Augen. diesen Kiemenkranz hinter dem Kopf. Ja, und die Augen. Ja. Auch richtig geil. Ja, obwohl, nee, die Augen scheinen gleich zu sein bei allen. Ja, aber die Kopfform ist auch anders, ne? Also so, Ja, auf jeden Fall. wenn man sich hier den Blitz dran zum Beispiel anguckt, sehr, sehr einen ganz spitzen Kopf. Ja, und wenn du den Feuerdrachen anguckst, ist es auch wieder anders. Ja.
Oh, ich baue erstmal hier die Bude auf, oder was? So. Drei. Ihre breit. Zwei, drei, ihre. Fünfe, Kacke, bringst du mal kurz Nitöger rüber? Was rüber? Den Drachen. Achso, den Nitöger. Ja. Ja. Fuck, zwei fehlen. Einfach nochmal draufstellen. Ach du Kacke, ne, das ist viel zu klein, oder? Ja. Viel zu klein. Da können wir aber nochmal dicke, nochmal vier zur Seite und nochmal nach hinten ordentlich was machen. Eieieiei. Die sind doch ein bisschen größer, unsere Drachen. Ja, vielleicht sollten wir auch einfach nur eine Plattform bauen, anstatt ein Haus. Oder ja, ich will ja sowieso nur eine Plattform. Das kommt ja keine Decke drauf und nix. Einfach nur ein bisschen was mit Wänden hier abgezäuntes. Mehr soll es ja nicht werden. Ja. Nichts Extraordinäres oder so. Da kommt noch eine Tür rein, damit wir auch rein können. Aber ansonsten wird das einfach nur so eine Plattform. Das wird auch nicht zweier hoch oder was. Ja, oder obwohl wir, ob wir nicht auch einfach hier die Vorderseite offen lassen sollen, meine ich. Dass Ach so. Es einfach nur so eine, quasi auch eine Landeplattform gleichzeitig ist. Und, ja, aber wir müssen auf jeden Fall hier nach hinten noch. Ja. Den Stein hier wegklopfen und dann können wir bis hier. Ja, und auch ruhig nochmal. Bis hier hinten sollte man noch bauen können, bis hier. Genau. Ja. Und in die Breite auf jeden Fall noch zwei mindestens. Gut, mache ich dann auf jeden Fall später. Achso, die Mauern reinlegen. Die liegen hier schon irgendwo Mauern, 19 Stück da. Legen wir die dazu. Die Türrahmen, wir brauchen eigentlich gar keine Tür reinmachen, oder? Türrahmen reicht völlig aus. Ich meine, wer da freiwillig reingeht zu den Drachen, der ist sowieso ein bisschen plemplem. Jetzt abgesehen von uns. Da noch eine Rampe dran passt. Und Futterdruck brauchen wir dann noch da drüben. Der wird da nicht mehr hinreichen. Ja, ich würde sagen, wir fliegen noch mal eine Runde, wa? Jo, mach mal. Sein Schaden muss auf jeden Fall nach oben. Oh, hier liegt ein Elementar. Obwohl, mit einem Elementar will ich mich jetzt nicht wirklich anlegen. Gucken wir mal, vielleicht finden wir einen roten Drop oder sowas. Ansonsten heißt es natürlich den kleinen hier leveln, 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 leveln. Ah, das macht schon Spaß. Oh, unsere beiden hier drin wachsen aber auch stetig. Echt, ja? Mhm. Ja, aber hoffentlich kann man dem wenigstens einen Imprint geben. Hinten ist noch irgendwie sowas wie ein kleiner Wald.
Dem Teil hier war ich noch gar nicht so wirklich. Wo bist du denn? Soll mal auf der Karte gucken. Das ist hier bei 2740 circa. Also ah, da quasi im Norden in der Mitte. Ja, da bin ich irgendwie schon mal drüber geflogen auf jeden Fall, aber so wirklich angehalten habe ich hier noch nicht. Na, da war ich glaube ich auch noch nicht. Also wenn ich mir die Schadenszahlen hier vom Drachen angucke, OP ist er auf jeden Fall irgendwie nicht. Man muss halt erstmal noch leveln. Ja, das müssen wir halt sehen, wie das dann später aussieht, so mit den Schadenszahlen. Ja. Ich denke mal, das wird noch gut nach oben gehen. Und mit den Drachen kann man ja verdammt schnell leveln. Ja, oh, wie schnell der ist, das ist halt so übergeil. Endlich ordentlich fortbewegen auf der Karte. Aber so vom Kampf und Leben haben die ähnliche Werte wie ein T-Rex, ne? Ein bisschen weniger Stamina. Ja. Quasi T-Rex der Luft. Ja. Auch Bäume absammeln kann er auch. Mit dem Flügelschlag sammelt er Bäume ab. Ja, voll gut. Dann bestimmt auch so Pflanzen und sowas, oder? Mehr Stroh, nee, Pflanzen nicht. Nur Bäume, aber mehr Stroh als Holz. Und was ist mit so Stein oder Metall oder sowas? Also, mit normalen Angriff nicht, mit dem Feuer auch nicht, Flüge auch nicht, nö. Nur Bäume. Ja, und Fleisch natürlich. Ja. Voilà. Wenn man mit dem Feuer blöd zielt, macht's auch keinen Schaden. Einfach mal voll in den Boden geschossen, anstatt in das Vieh vor mir. Für die Grillparty. Ganz Viecher angefackelt. Ja, ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich fände es cool, wenn man gebratenes Fleisch bekommen würde, wenn man mit dem Drachen die Tiere wegflammt. Auf jeden Fall, das wäre geil. Oder jeder Drache hätte noch so eine Eigenart. Mit dem Giftdrachen könntest du dann auch einfach so ein Narkofeld erzeugen quasi. Was du eigentlich schon mit dem Blitzdrachen auch kannst. Der Blitzdrache kann nämlich betäuben. Mit seinem Strahl. Und mit dem Blitzdrachen kannst du dann so Maschinen anwerfen. Echt, ja? Nee, wäre gut. Ach so, ja. Aber das mit dem Betäuben. Ja, das ist... Du musst halt nur überleben, was du da beschießt. Genau. Ja, auch ordentlich Schaden, der Strahl. Haben wir schon oft spüren dürfen. Man muss ja irgendwie die Milch besorgen. Ja. Und wenn dann halt so ein Blitzdrache da ist, ja. Dann kann das auch schon mal schief gehen. Ja. Was war das vorhin, ein 92er? Mhm. Das war etwas, ja. Der hat uns direkt alle doppelt getötet. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht hilft der Drachenblitz super dabei, Golems zu zähmen. Ja, das wäre sehr interessant zu wissen.
Da wollte ich doch gerade mal gucken, obwohl habe ich eigentlich schon gelesen, dass das Feuer die Golems halt so gar nicht interessiert. Weiß nicht, wie es da mit Gift steht oder. Das weiß ich auch gar nicht. Was mir den Ziehen geht in der Ego-Perspektive wirklich besser. Ja? Glaub, da zieht es über seinen Kopf und dann spuckt er auch das Feuer genau dahin. Allerdings fliegen in der Ego-Perspektive, mal ausprobieren. Alter, ist das schnell. Da kommt es ja gleich noch schneller vor. Wenn du gleich wiederkommst, wirst du begeistert sein, wie groß die beiden hier schon geworden sind. Schon auf Jugendliche herangewachsen oder was? Nee, sind immer noch Juvenile. Ja, das ist doch Jugendlicher. Ja? Hier ist noch ein Fundament drin. Ohren. Müsste also, wenn nicht mehr Baby dasteht, dann ist es auf jeden Fall Na, Jugendlicher. stimmt. Vor allem, wo ich schon wieder hingeflogen bin, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so weit weg ist von der Basis. Legst halt auch einfach so, so mit Einfachheit das, den ganzen Weg zurück. In der Hauptbasis war ich ja auch schon. Auf jeden Fall herrlich, das Reptil? Echse? Echse, oder? Ja, ich würde es auch sagen, Obwohl es doch Echse. eigentlich beide sowieso dasselbe, oder nicht? Ach, egal. Süße kleine Flugschlange. Genau. Obwohl das Klein nehme ich zurück. Aber süß ist sie. Ach so, Elementarfeuer, genau, wollte ich mal ausprobieren. Hier ist doch ein Elementar. Guck mal den auch einfach mal Feuer dagegen. Und macht Schaden. Keine Ahnung, bin gerade erst gelandet, gehe in die Ach so. Ego-Perspektive zum Zielen. Erstmal aufwecken. Ach, normaler Biss macht gerade mal 10 Schaden. Junge, da musst du sich überlegen, ob er überhaupt aufsteht. Und Feuer interessiert nicht gar nicht. Der ignoriert gerade meinen Drachen. Was denn? Dein Drache ist ihm egal. Der ignoriert mich einfach. Das ist aber nicht nett. Was sind das für ein Level? Level 32, ja, ich würde mich auch ignorieren. Jetzt gräbt er sich einfach wieder ein. Was zur Hölle?
Was? Da hatte ich gedacht, auch ist nur ein Drache. Ja, klar, das Feuer juckt den nicht. Wenn ich den angreife, 10 Schaden, das juckt den auch nicht. Was soll der sich da einen Kopf machen, wa? Doch, da ist es am Dot verreckt. In den Drops ist gerade irgendwie nur Müll drin. Oder unten sind gar keine Drachen zu sehen in der Drachenspalte. Ja, manchmal habe ich auch das Gefühl, als wären da keine. Und die Morgana sieht so schön aus. Auf jeden Fall. Hat sich ihren Namen verdient. Ja, aber sieht auch leicht weiblich aus, ne? Durch die Farbe. Irgendwie. Ein bisschen, ja. Ach ja, hat sogar eine Metallaxt gefunden. Die nehmen wir natürlich mit und schmeißen die nicht weg. Ansonsten packen wir hier mal ein bisschen Fleisch in den Futtertrog rein. So, stellen wir noch das Fundament hin und dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall erstmal Folgeende. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Macht's gut.